Allgute und herzlich willkommen zum Charakterprolog von der Soldatin Faye, gespielt von Wretched Egg, für die Warhammer 40k Schattenjägerrunde Finsterer Pakt, geleitet von Reg Jackson. Eintrag Imperiales Bevölkerungsregister Adeptus Administratum. Name Faye, Familienname unbekannt. Größe 1,82 m, Haarfarbe grün, Augenfarbe gelb. Geburtsdatum 7/237/367 M41, Geschlecht weiblich, Heimatwelt Settlers Bane, Weltentyp Todeswelt, Subsektor Pandrax, Sektor Acteron, Segmentum Eastern Fringe, Psi-Level Roh. 7/478/347 M41, Settlers Bane. Der Lander hat vor nicht einmal 5 Minuten die Oberfläche des Planeten erreicht. Und schon floss ihnen der Schweiß in Strömen über die angespannten Gesichter. 100% Luftfeuchtigkeit bei 34 Grad Celsius. 12 Uhr imperiale Standardzeit. Die 100 Mann starke Legion folgte ihrem Sergeant aus der imperialen Basis über einen notdürftigen Schotterweg. Die Hitze der Sonne ist unerträglich und trotzdem freut sich niemand auf den Schatten, denn die bald folgende Übung verspricht. In 2,45 Kilometer Entfernung beginnt der Dschungel, eine grüne Hölle, die ihren Namen alle Ehre macht. Die Kompanie nähert sich einem Bauernhof, der keine 500 Meter von dem tödlichen Grün angesiedelt ist. Umgeben von einer Holzpalisade wirkt der kleine Hof schon fast mickrig im Vergleich zu den kilometerhohen Bäumen, die sich hinter ihm der Sonne entgegenreckten. Vor dem Tor des Hofes kommt die Kompanie zum Stehen. Zwei junge Männer öffnen das Tor. Beide sind keine 18 Jahre alt, überragen die meisten Mitglieder der Kompanie, allerdings bereits sowohl in Größe, Muskelmasse als auch Kampferfahrung. Männer, ein letztes Mal essen und trinken fassen, bevor die Übung losgeht. Abmarsch in 30 Minuten. Noch Fragen? Ein gemeinsames "Verstanden, Sir!" durchbricht die nervöse Stille. Der Soldat mit der Kennnummer 075 sieht sich verwundert auf dem Hof um. Eine 1,92 Meter große Frau, die so aussieht, als könne sie einen gestandenen Soldaten mit einer Hand über die Palisade werfen, reicht ihm mit freundlicher Miene einen Krug Wasser und ein Laib Brot. Er sah zum ersten Mal in seinem Leben Bäume und Felder. Mal was anderes, wie die Makropole, aus der er stammte. Sein Blick fällt auf die Veranda, auf der ein kleines Mädchen sitzt und belustigt in Richtung der Kompanie schaut. Neben ihr liegt eine tote Ratte, von der Größe eines ausgewachsenen Hundes. Ihr linker Arm ist bandagiert. 075 bewegt sich in Richtung Haus. Hey, kleines Mädchen, alles okay bei dir? Ein breites Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht. Ja, ich habe gestern meine erste Beute erlegt. Sie zeigt auf die Ratte. Und meine erste Narbe. Man hat sogar den Knochen gesehen. Sie hält den Arm in die Luft. Oh, Gratulation, antwortet 075. Das Mädchen greift neben sich. Danke, ich mag dich. Willst du ein Glas Milch? Papa sagt, das ist gut für die Knochen. Nein. Was auch immer Milch ist. Aber du könntest vielleicht hierauf für mich aufpassen, bis ich wieder aus dem Dschungel komme. Ich würde sie ungern verlieren. Er hält ihr eine Kette mit einem silbernen Aquila entgegen. Klar, ich hoffe, du überlebst. Leicht verunsichert kehrt 075 zu seiner Kompanie zurück, welche im Begriff ist, anzutreten. Also, Männer, ich stelle euch nun euren Ausbilder für die Übung vor. Das ist Alexander, der Besitzer dieses Hofes. Bis ihr wieder aus dem Wald kommt, hat er die volle Befehlsgewalt. Verstanden? Ein kurzes Raunen geht durch die Menge beim Anblick des Hünen, welcher vom Körperbau her mehr Ähnlichkeit mit einem Ogrin als einem Menschen hat. Sein wissender Blick ließ allerdings auf einen messerscharfen Verstand deuten. Da wurde 075 bewusst, er hätte die Milch annehmen sollen. 7/912/379 M41, Settlers Bane. Hahaha! Das laute Lachen des Mannes hallt von den Wänden des Hauses wider. Der stärkste Mensch im Imperium? Wie kommst du denn auf das schmale Brett, Kleines? Die ganzen Soldaten, die hier immer vorbeikommen, sind doch nichts gegen dich. Die reichen dir ja gerade mal bis zum Bauchnabel.
Der große Mann tätschelt den grünen Schopf des Mädchens. Das Imperium ist so unfassbar groß und dort gibt es ganze Armeen, von denen jeder einzelne Mann stärker ist als ich. Diese Halbgötter besitzen Ausrüstung und Waffen, gegen die unsere Messer wie Zahnstocher wirken. Und solltest du je zu den Sternen aufbrechen und einem von ihnen begegnen, denk immer daran, sie mit Respekt und Ehrfurcht zu betrachten. Und jetzt iss auf, sonst wächst du ja nie. 7856-382-M41 Settlers Bane, grüne Hölle. Überall zischt und zirpt es. Kein Baum ist einfach nur ein Baum. Lianen entpuppen sich auf den zweiten Blick als Schlangen. Eine Lektion, die Grotz auf schmerzhafte Art und Weise lernen musste. Seine grüne Pranke war auf die dreifache Größe angeschwollen und sah aus, als würde sie jeden Moment durch den sich stauenden Eiter platzen. Ein Knacken lässt ihn und seine zwei Boys hochschrecken. Seine noch gesunde Hand schließt sich fester um den Griff seines Choppers. Doch durch das grüne Dickicht ist nichts zu erkennen, als ihm ein vertrauter Geruch in die Nase steigt. Andere Orks, ganz nah. Boys, da lang, ruft er und beginnt dem Geruch zu folgen. In 3 Metern Höhe schließt sich eine Hand um den Griff eines Kampfmessers. Vom Handgelenk baumelt ein bereits korrodierter Aquila. 2 gelbe Augenpaare tauschen Blicke aus, bis eine riesige Hand das Zeichen gibt und sich 5 Schatten in die Tiefe stürzen. 7011-384-M41 Settlers Bane. Holz splittert, als ein mit Schienen verstärkter Arm durch die Seitenwand des Gebäudes kracht. Sofort schwärmen dutzende käferartige Bestien ins Innere, nur um von einem riesigen Hackmesser zerstückelt zu werden. Lila Blut und Chitinsplitter verwandeln das sonst so behagliche Heim in ein Schlachtfeld. Lass mich runter, wir müssen ihnen helfen. Du hast deinen Alten gehört. Ich soll dich zur Basis schaffen. Lass mich los, verdammte Scheiße. Fäuste trommeln auf den Rücken des jungen Mannes, während sich die gelben Augen unter den grünen Haaren langsam mit Tränen füllen und er stur weiter geradeaus läuft. Die Schläge werden schwächer, bis die Arme des Mädchens schlaff herunterbaumeln und sie schluchzend dabei zusieht, wie ihr Elternhaus vom Ungeziefer überrannt wird. 7678-385-M41 Tiphaine, Makropole, Greifenstein. Es stinkt nach Schweiß, Blut, Erbrochenem und billigem Alkohol. Die Stimmung in der Kneipe zum rostigen Schlagring ist gemischt. Einige trinken aus Freude, auf den richtigen Kämpfer gesetzt zu haben. Andere trinken aus Frust, auf den falschen gesetzt zu haben. Dem Barbesitzer Mike ist das relativ egal. Verkaufter Alkohol ist verkaufter Alkohol. Seine Augen wandern zu der Wetttafel, wo ein Handlanger gerade den Namen des Champions ändert. Eine Etage höher fällt eine Laserpistole in eine Kiste, auf der mit krakeliger Schrift das Wort Schrott geschrieben ist. Sie gesellt sich zu einem Lasergewehr, einer Schrotflinte und einer Axt. Auf der anderen Seite des Raums waschen mit Hornhaut überzogene Hände das Blut unter einem dreckigen Wasserhahn von den Knöcheln. Mit einem lauten Seufzer lässt sich die junge Frau auf die längst durchgelegene Matratze fallen. Ausrüstung und Waffen, die unsere Messer wie Zahnstocher wirken lassen, murmelt sie vor sich hin. Sind diese unnützen Waffen und Waschlappen von Männern wirklich alles, was dieses ach so großartige Imperium zu bieten hat? Ihre Hand wandert unter die Matratze und zieht ein altes Piktogramm hervor. Bist du dir wirklich sicher, dass diese Halbgötter wirklich existieren, Papa? Der Handlanger steigt wieder von seiner klapprigen Leiter. Auf der Tafel steht nun: Grubenkämpfe aktueller Champion. Jawbreaker. Quote 1:5.